Das muss noch mit dem Zug nach San Francisco mitgehen. Sie kommen aber auch immer in der letzten Sekunde. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich es noch schaffe. Du schaffst es bestimmt, Charlie. Bei sich haben. Wenn ich es dir doch sage. Colonel Ashby. Ich war's nicht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ah, guten Morgen. Hast du dich wieder so weit erholt, dass du arbeiten kannst? Der Weizen braucht Dünger, gemäht werden muss auch und 16 Jungpferde müssen zugeritten werden. Ich hoffe, du hast endlich für uns auch ein bisschen Zeit. An mir lag's nicht. Glaubst du, es hat mir Spaß gemacht, mich vom Sheriff ausquetschen zu lassen? Ist denn jetzt alles vorbei? Ja, sie wollen Anklage wegen Mordes erheben. Er wird bestimmt aufgehängt. Corby Carles für Colonel Ashby. Das widerwärtigste Subjekt in der ganzen Gemeinde hat unseren anständigsten, beliebtesten Mitbürger heimtückisch ermordet. Keine Strafe ist für ihn hoch genug. Ganz nach mir ginge, flöge Jake Kiles mit seinen drei Sprösslingen achtkantig aus diesem Tal raus. Das ist die übelste Bagage, die mir je unter die Augen gekommen ist. Entschuldigt, dass ich so spät komme. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir wissen nicht, wo wir vor lauter Arbeit hin sollen und du lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Von mir aus könnt ihr glauben, was ihr wollt. Sobald wir ein bisschen Luft haben, werden wir unsere kleine Schwester mal etwas an die Kandare nehmen. Ihr irrt euch. Ich bin bereits seit 6 Uhr früh auf den Beinen und habe die Pläne für das neue Waisenhaus abgeholt. Hoffentlich hat sich Mrs. Ashby nach der Ermordung ihres Mannes die Sache mit dem Grundstück nicht anders überlegt. Mrs. Ashby sagte der Kommission, dass die Kinder unter dem Tod ihres Mannes nicht leiden sollten. Was fällt Ihnen ein? Ich muss mit deinen Leuten reden. Jake Kyle, scheren Sie sich raus. Ich werde Ihnen nicht viel von Ihrer kostbaren Zeit stehlen. Nehmt eure Hüte ab. Ich komme zu Ihnen, um Sie zu bitten, mir einen Gefallen zu tun. Wir haben noch nie was von den Barclays verlangt, außer dass Sie uns in Ruhe lassen. Wir haben in diesem Teil noch nie jemanden gebraucht. Bis heute. Also gut, was wollen Sie von uns? Ich war schon überall in der Stadt. Kein Anwalt ist bereit, Corby in dem Prozess zu verteidigen. Entweder aus Angst vor dem Namen Ashby oder aus Hass gegen uns. Aber Jared hat bestimmt keine Angst. Und vom Gesetz versteht er auch was. Er soll meinen Jungen vertreten. Sind Sie bereit? Jake, wissen Sie, warum kein Anwalt Ihren Sohn verteidigen will? Er behauptet, dass er unschuldig sei und das kauft ihm keiner ab. Keiner hat sich die Mühe gemacht, meinen Jungen anzuhören. Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich wäre nie zu Ihnen gekommen, aber Ihr Vater und ich haben mal in diesem Fall zusammen angefangen. Ein Mitglied meiner Familie ist der Hauptbelastungszeuge gegen Ihren Sohn. Ja, sicher, das weiß ich. Aber er ist im Grunde ja kein echtes Mitglied der Familie Barclay. Du verdammt weg! Jake, ich will diese Bemerkung überhört haben. Aber merken Sie sich eins.
Ich übernehme diesen Fall nicht. Und da quasselt ihr immer, ihr Wert für Gerechtigkeit. Aber wenn's ernst wird, seid ihr genau wie alle anderen und kneift. Ihr bildet euch was auf eure Anständigkeit ein. Aber in diesem Tal gibt es keine schlimmeren Halunken als die Bahnfahrer. Jetzt habe ich schon genug. Sie haben gehört, was Sheriff gesagt hat. Was wollen Sie noch? Na schön, dann sorgen Sie wenigstens dafür, dass der seine Klappe hält. Und nicht länger hundsgemeine Lügen über meinen Sohn erzählt. Mr. Kiles, ich lasse mich von keinem einen Lügner nennen. Sie haben sich durch Ihre falsche Aussage gegen Corby selbst dazu gemacht. Raus. Raus jetzt, Jake, bevor wir vergessen, dass Sie ein alter Mann sind. Wird's bald. Komm, Vater. Und jetzt wollen wir zu Ende frühstücken. Heath, es war nicht schön, was er da gesagt hat. Na, schon gut. Ich glaube, wenn Jake es weiter versucht, wird er schon einen Anwalt finden. Es wird ihm nicht viel nützen. Es besteht immerhin die Möglichkeit, dass ein tüchtiger Anwalt Corby Kiles vor dem Strick retten kann. Aber Heath weiß doch, wer der Täter ist. Ich finde, die ganze Sache geht uns nichts an. Stimmt's? Vielleicht. Guten Tag, Clem. Jared. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Nett, Sie zu sehen. Übrigens, ich bin Ihrem Bruder Heath noch einen Drink schuldig für seine Aussage bei der Voruntersuchung. Er ist der Traumzeuge für jeden Staatsanwalt. Danke sehr. Da haben Sie recht, aber ich finde, es ist ein Jammer, dass Ashby sterben musste, damit wir einen Kiles loswerden. Sagen Sie mal, stimmt es, dass Jake keinen Verteidiger für seinen Sohn finden kann? Ja, er hat schon überall gefragt. Aber solange Corby die Tat nicht zugibt, dürfte sein Alter wohl kaum irgendwo Glück haben. Warum fragen Sie? Ach, zufällig ist Kiles auch bei mir gewesen. So. Oh nein, von denen hat nie einer meinen Laden betreten. Dabei hätten sie allen Grund, sich mal wie Menschen herrichten zu lassen. Das soll nicht etwa heißen, dass ich scharf auf diese Arbeit wäre. Colonel Ashby, das ist ein fabelhafter Mann gewesen. Und die Beerdigung erst. Ich habe ihn vorher noch rasiert. Es wäre ein Segen für die Allgemeinheit, wenn man Corby aufhängt. Das würde für seine Sippschaft vielleicht eine Lehre sein. Denen sollte man die Hammelbeine langziehen. Einfach in einen Käfig einsperren. Damit die menschliche Gesellschaft von diesem Lumpenpack erlöst wird. Leider wird der Colonel nicht wieder lebendig, wenn man den Mörder hängt. Aber eins steht fest, der wird bestimmt keinen mehr umbringen. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten. Danke, Mr. Barkley, ganz meinerseits. Der Nächste. Die Kiles sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Im vergangenen Jahr kamen 14 verschiedene Straftaten allein auf ihr Konto. Auf das Sündenregister von Corby Kiles entfallen Volltrunkenheit, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Unterschlagung, Körperverletzung und am Ende der Liste steht das schlimmste Verbrechen, ein Mord. Findest du nicht, dass dieser Artikel sehr nach Vorurteil klingt? Du nennst es Vorurteil? Ich nenne es die Wahrheit. Sag mal, George, sind alle Journalisten so subjektiv? Oder sind Anwälte nur besonders objektiv? Jared, ich verstehe dich einfach nicht. Dein eigener Bruder ist doch der lebende Beweis für Kiles Schuld. Ich weiß, dass vieles gegen ihn spricht. Ich frage mich nur, ob du auch drucken würdest, was für ihn spricht. Hallo, Audrey. Nanu, wen haben wir denn da? Das sind einige Kinder, deren Eltern bei der Epidemie starben. Ich bringe sie zu Mrs. Bradshaw. Im alten Waisenhaus ist kein Platz mehr. So, Kinder. Lauft schon mal vor zu Mr. Perkins Laden und holt euch bei ihm ein paar Lakritzenstangen. Gerald, du bist mit deinen Gedanken bei dem Prozess gegen Kiles, nicht wahr? Wie kommst du auf die Idee? Ich habe gehört, was du zu George Allison gesagt hast. Aha. Ich kann es nicht leiden, wenn eine Zeitung einen Menschen schuldig spricht, bevor er verurteilt ist. Sowas kann mir auch mal mit einem Klienten passieren. Du denkst doch nicht etwa daran, Corby doch zu verteidigen? Ich denke nicht im Traum daran. Das wäre wirklich das Letzte, was ich mir wünsche. Außerdem finde ich, es geht dich überhaupt nichts an. Oh doch, Gerald. Glaubst du, Mrs. Ashby wird sich weiter an dem Bau des Waisenhauses beteiligen, wenn ausgerechnet du den Mörder ihres Mannes verteidigst? Hör zu, Audrey. Corby Kiles mag vielleicht schuldig sein. Vielleicht schuldig?
Heath hat den Mord gesehen. Was willst du eigentlich noch mehr? Jared, du musst mir versprechen, die Verteidigung abzulehnen. Tut mir leid, Audrey. Das verspreche ich auf keinen Fall. Hier siehst du, woran ich das ganze Jahr gearbeitet habe. Das neue Waisenhaus soll so modern wie möglich werden. Das hier sind die Schlafsäle. Und das wird die Krankenabteilung, für die wir Geld gespart haben. Die Küche, Vorratsräume, der Esssaal. Haben die Kinder außer Essen noch was zu tun? Sie spülen selbst das Geschirr. Hoffentlich haben sie dafür zwischen den Mahlzeiten noch Zeit. Du darfst nicht ungerecht sein. Die sind fleißiger als viele andere Kinder. Gut, du hast mich überzeugt. Wenn ich dir helfen soll, sag's mir. Entschuldige mich jetzt. So früh zurück? Hat es dir in der Stadt nicht gefallen? Oh doch, es war sehr nett. Audrey hat Angst, du würdest dich auf ein Abenteuer einlassen. Audrey ist ein bisschen voreilig. Jared, wenn du wüsstest, dass jemand schuldig ist, würdest du ihn verteidigen? Ich würde auf alle Fälle versuchen, ihn vor dem Galgen zu retten. Vor allen Dingen dann, wenn mildernde Umstände vorliegen. Und wenn er behauptet, unschuldig zu sein? Das käme darauf an, ob ich ihm glaube oder nicht. Glaubst du, dass Corby Kiles den Colonel ermordet hat? Heath, je mehr man ihn im Voraus verurteilt, desto weniger glaube ich es. Ich habe Corby gesehen. Denkst du, ich habe das erfunden? Nein, natürlich nicht. Und du hältst es trotzdem für möglich, dass er nicht der Mörder ist? Vorläufig ja. Und solange ich im Zweifel bin, ist er für mich nicht überführt. Auch wenn er durch deine Aussage schwer belastet wird. Na schön. Eins möchte ich dir jedenfalls sagen. Du brauchst auf mich keine Rücksicht zu nehmen. Danke, Heath. Aber noch ist es nicht so weit. Zuerst muss ich mich mal mit Corby Kiles unterhalten. Morgen, Fred. Du scheinst ja furchtbar zu tun zu haben. Oh, Gott sei Dank nicht. Das gefällt mir ja gerade an meinem Beruf. Was kann ich für dich tun, Charles? Ich möchte zu Kiles. Was willst du von dem? Ihm bei der Abfassung seines Testaments helfen. Kann ich zu ihm? Von mir aus. Ich habe nichts dagegen. Was kann der Tagdieb schon hinterlassen? Kiles, Besuch für dich. Sieh mal an. Einer von den scheißfeinen Barclays lässt sich herab, den armen Corby Kiles zu besuchen. Ich habe weder vor ihrem Bruder auf dem Bauch gelegen, noch habe ich die Absicht, das vor sonst jemanden in dieser lausigen Stadt zu tun. Aber eins kann ich Ihnen versprechen, Mister. Ich komme schon raus aus diesem Schlamassel und dann wird abgerechnet. Und Ihr Brüderchen und dieser dreckige Sheriff und noch verschiedene andere können sich auf was gefasst machen. Bei der Voruntersuchung haben Sie die Aussage verweigert. Warum? Weil Sie schuldig sind? Was spielt das noch für eine Rolle? Ich kriege ja doch keinen Anwalt, um das Gegenteil zu beweisen. Also, Corby, haben Sie es getan? Und was ist, wenn ich ja sage? Dann müssen Sie ein offizielles Geständnis ablegen. Weshalb? Weil Sie dann einen Anwalt vielleicht vor dem Strang retten kann. Mein Vater meint, Sie wollen nichts mit mir zu tun haben. Ihr Vater kann sich ja geirrt haben. Brechen Sie sich bloß keine Verzierungen ab, Mister. Glauben Sie, ich falle auf Ihren Schmus rein? Vielleicht habe ich es getan oder vielleicht auch nicht. Also was nun? Und wenn ich Ihnen sage, ich bin es nicht gewesen? Was dann? Natürlich war ich nicht. Aber für das Drecksvolk da draußen bin ich von vornherein schuldig. Nur weil ich zur Familie Kiles gehöre. Dabei sind wir genauso gut wie alle anderen. Glauben Sie mir, Mister, ich weiß genau Bescheid. Hören Sie auf mit dem Geschrei, Corby. Mr. Buckley, Sie können mir nicht den Mund verbieten. Da müssen Sie schon früher aufstehen. Hören Sie, Corby, jetzt ist endlich Schluss. Ich bin gekommen, um mit Ihnen über Ihren Fall zu sprechen, aber wir können es ja auch lassen. Hey, Moment mal. Ich habe ja nicht wissen können, dass Sie aus diesem Grund hergekommen sind. Also gut, dann sagen Sie mir die Wahrheit. Wie ist es gewesen?
Mister, Sie nehmen mir ja doch nicht ab, was ich Ihnen sage. Versuchen Sie es doch mal. Na schön, dann fangen wir mal mit Ihrem vornehm, reichen, beliebten Wohltäter Colonel Ashby an. Er hatte zwei Westen. Die eine war weiß und die andere war dreckig. Wollen Sie wissen, woher er sein vieles Geld hatte? Das hat er mit Opium verdient. Das ist gelogen. Hören Sie mal, Kyles, durch solche Redereien machen Sie Ihre Lage nur noch schlimmer, als sie schon ist. Ich wusste, dass Sie das sagen. Colonel Ashby war der Mittelsmann für ganz Zentralkalifornien, damit Sie es genau wissen. Ich habe das Zeug bloß den Kunden überbracht. Einer von Ihnen war Hip Su Tong. Das ist auch an diesem Abend der Fall gewesen. Der Empfänger war ein Chinese. Und es war auch ein Gelber, der den Colonel umgebracht hat. Könnten Sie den Mörder identifizieren? Nein, das könnte ich nicht. Die Burschen gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Also wie gesagt, ich lieferte das Zeug ab. Bezahlt wurde bei Übergabe. Ich stand auf dem dunklen Weg und war gerade dabei, das Geld nachzuzählen, das ich bekommen hatte. Da sah ich Colonel Ashby und hinter ihm einen Mann. Ich ahnte schon was und schrie, Vorsicht, Colonel! Der Colonel drehte sich um und in diesem Moment hat der Chinese zugestochen. Ich lief rüber zu dem armen Kerl, zog das Messer aus der Wunde und jagte hinter dem Gelben her. Dann tauchte ihr Bruder auf und fiel über mich her. Aber was soll der Quatsch? Die glauben mir sowieso nicht. Wer glaubt schon einem Kyles? Hören Sie mal, Corby. Wenn Ihre Geschichte stimmt, ist der Ruf eines der angesehensten Männer im ganzen Staat ruiniert. Tja, das ist seine Schuld und nicht meine. Mein Bruder sagt aus, er habe gesehen, dass Sie Colonel Ashby erstochen haben. Und ich sage Ihnen, ich habe es nicht getan. Das war ein Chinese und nicht ich. Das schwöre ich Ihnen beim Grab meiner Mutter. Ihre Geschichte ist so absurd, dass ich fast versucht bin, sie zu glauben. Vielen Dank, Jared. Werden Sie jetzt bloß nicht plump vertraulich. Ist es wahr? Was? Dass du Kyles verteidigst? Nein. Aber ich ziehe es in Erwägung. Das solltest du dir aber noch reiflich überlegen. Dadurch kannst du in Teufels Küche geraten. Nick, hier geht es um das Leben eines Menschen. Ich habe mich selbst noch nicht entschieden, was ich tun werde. Du weißt doch, was für eine verkommene Gesellschaft diese Kyles sind. Sie haben hier damals genauso angefangen wie unsere Eltern. Ihr Land ist ebenso gut wie unseres. Sie könnten prima davon leben, wenn der Alte und seine Bengels nicht so faul wären. Wie wäre es, wenn du ein paar von deinen guten Ratschlägen den Kyles selbst geben würdest? Es ist nicht meine Angewohnheit, einem Ratschläge zu geben, der überhaupt keine will. Jared? Wie lange ist es her, dass du nicht mehr bei ihnen warst? Schon sehr lange. Warum? Dann reite doch mal raus auf ihre Ranch. Vielleicht wirst du dann von deiner fixen Idee kuriert. Morgen, Jake. Steigen Sie ab, Barkley. Ich sehe nicht gern zu Leuten auf, mit denen ich rede. Mir macht das überhaupt nichts aus. Was wollen Sie? Sagen Sie mal, Jake, warum lassen Sie Ihre schöne Ranch so verkommen? Warum? Weil es mir passt. Ich bin ein freier Mensch. Mir hat keiner was zu sagen. Meinen Sie etwa, je weniger Sie arbeiten, desto freier wären Sie? Ihr bildet euch wohl sehr viel ein, nur weil eure Gebäude alle weiß angepinselt sind. Aber unter der Farbe gibt's auch Würmer. Man sieht sie bloß nicht. Ich habe die Barclays schon gekannt, als sie weniger sauber waren, aber bessere Nachbarn. Naja, lassen wir das. Morgen, Jake.
Morgen, Jungs. Aber Sie sind doch sicher nicht den weiten Weg hier rüber geritten, um mich zu beleidigen. Wollen Sie mir vielleicht mitteilen, dass Ihr sogenannter Bruder sich die Sache mit der Aussage anders überlegt hat? Nein, das wollte ich nicht, Jake. Ich bin gekommen, um mich zu erkundigen, ob Sie doch noch mit einem Anwalt für Corby Glück gehabt haben. Nein! Ihr gehört alle zur gleichen Sorte. Wenn hier irgendjemand etwas ausgefressen hat, dann gibt es für euch keinen Zweifel, dass es einer von den Kyles war. Wir sind an allem schuld, was im Tal passiert. Manchmal ist das gar nicht so abwegig. So, ihr zwei, ich möchte die Silberbeschläge sofort wiederhaben. Hast du sie etwa, Emmett? Selbstverständlich nicht, Vater. Wir haben nur hier gestanden und sein schönes Pferd bewundert. Da haben Sie es. Natürlich werden wieder meine Jungs verdächtigt. Ich bin bereit, es Ihnen zu beweisen, Jake. Die Silberbeschläge waren noch an dem Sattel, als ich hier ankam. Jetzt sind sie weg. Na und? Das beweist gar nichts. Her damit. Was wollen Sie überhaupt? Loslassen! Loslassen! Ich habe sie nicht! Ich habe sie nicht! Der schlechte Ruf Ihrer Familie besteht zu Recht. Ich glaube, ihr habt noch nie im Leben einen ehrlichen Dollar verdient. Haben Sie sich doch nicht so, Barclay. Verstehen Sie denn überhaupt keinen Spaß? Hat Corby auch nur Spaß gemacht? Nur mal langsam. Kann Corby denn was dafür, dass diese beiden Bengel solche Dummheiten machen? Also, lassen Sie Corby aus dem Spiel. Der macht mir genug Sorgen. Und Sie geben sich wirklich Mühe, seine Lage zu verschlimmern, Jake. Komm ruhig näher, Mutter. Dein Parfum hätte ich schon verraten. Das kenne ich zu genau. Fabelhaft siehst du aus. Wie der Frühling persönlich. Danke. Was verschafft mir die Ehre? Ich bin der Meinung, Rechtsfragen soll man im Anwaltsbüro besprechen, nicht am Frühstückstisch. Also gut, Madam. Was haben Sie denn für ein Problem? Jared, es existiert doch kein Gesetz, wonach ein Anwalt jemanden verteidigen muss. Ich meine, ein Anwalt hat doch das Recht, einen Fall abzulehnen, wenn er will. Wenn er stichhaltige Gründe hat. Jedenfalls gibt es noch kein Gesetz, das ihn dazu zwingt, irgendjemanden zu verteidigen. Aber ein Anwalt hat die Pflicht, nach bestem Wissen und Gewissen dem verfassungsmäßigen Recht zu dienen. Audrey sagte, das Komitee befürchte, dass Mrs. Ashby es womöglich ablehnt, für das Waisenhaus ein Grundstück zu stiften, wenn du Corby Kyles verteidigst. Ja, das habe ich auch gehört. Aber davon kann ich mich nicht beeinflussen lassen. Nehmen wir an, du verteidigst ihn. Dann bist du gezwungen, die Aussage von Heath zu widerlegen. Wenn ich den Fall übernehme. Jared, von dem Tag an, als Heath hier auftauchte, hat er den Menschen im Tal immer wieder beweisen müssen, dass er euch ebenbürtig ist. Dass sein Wort genauso gilt wie das der anderen Barclays. Ach, Mutter, glaubst du, das hätte ich mir nicht genau überlegt? Ich will Heath doch nicht schaden. Übrigens hat er gesagt, ich brauchte auf ihn keine Rücksicht zu nehmen. Ich sagte, du wirst ihn sehr verletzen. Ja. Na, da bin ich ja in einer feinen Situation. Jared. Ich verspreche dir, ich werde mir alles, was du gesagt hast, nochmal durch den Kopf gehen lassen. Entschuldigung, Mr. Barclay, es interessiert Sie vielleicht. Das Gericht hat Matt Cooper zum Pflichtverteidiger im Fall Kyles ernannt. Wissen Sie das ganz genau? Ja, Sir. Na also, da können wir ja aufatmen. Wie üblich, Sturm im Wasserglas. Wir sehen uns heute Abend. Ich muss sagen, ich bewundere Ihren Mut. Vielen Dank, Mr. Barclay, aber so viel riskiere ich dabei gar nicht, glauben Sie mir. Der Richter hat versprochen, ein paar Zeilen an Mrs. Ashby zu schicken und ihr klarzumachen, dass das Gericht einen Verteidiger stellen muss, wenn der Angeklagte keinen findet. Und dass ein Anwalt der Aufforderung des Gerichts Folge leisten muss. Sie hätten sich trotzdem um die Sache drücken können. Ach, wissen Sie, der Richter wollte mir nur einen Gefallen tun. Bei so einer Sache kann man nur was lernen. Sie sind wenigstens ehrlich. Viel Glück, Matt. Mr. Barclay,
wenn Sie Kyles verurteilen, wäre das schlecht für meine Karriere. Das glaube ich kaum. Warum glauben Sie, dass Sie verlieren? Der Prozess hat ja noch nicht mal angefangen. Ich habe mit Kyles gesprochen. Er ist der Mörder. Sehen Sie sich doch seine Augen an. So, jetzt langt's mir. Sag mal, willst du die ganze Nacht hier arbeiten? Nur bis ich fertig bin. Soll ich dir helfen? Nein, ich schaff's schon allein. Gut, ich schau mich hin. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Mach keine Dummheiten, Junge. Dann schieße ich dir ein hübsches kleines Loch in deinen Schädel. Was wollt ihr? Wir wollen dir helfen, deine Aussage auswendig zu lernen. Raus mit euch. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, du hättest in eine andere Richtung gesehen, als man Ashby erledigt hat? Ja. Du konntest ja sowieso nicht erkennen, wer es war. Oder? Doch, das konnte ich. Du verdammter Lügner, du bringst durch deine falsche Aussage Corby Kyles nicht an den Galgen. Ich habe gesehen, wie er es getan hat. Sagen Sie mal, Mister, Sie sind wohl lebensmüde. Du willst doch deiner Familie keine Unannehmlichkeiten machen. Sollen wir euch das Haus über dem Kopf anzünden oder ein paar von euren Kühen vergiften? Und deine niedliche Schwester könnte leicht auf einem Schiff nach China landen. Von da ist bis jetzt noch keine zurückgekommen. Gib's ihm! Mach den fertig! Hör gut zu, Freundchen. Und schreib dir's hinter die Ohren. Wenn du falsch aussagst, kommen wir wieder und brennen dir mit diesem Ding eins auf, dass du dein Leben lang dran denkst. Wer war das? Red schon. Dreimal darfst du raten. Die Kyles? Jawohl, stimmt. Die werden wir uns mal kaufen. Nick, du darfst dich nicht als Richter aufspielen. Sollen wir uns das etwa gefallen lassen? Was haben Sie gesagt? Sie haben gedroht, sich an unserer Familie zu rächen, wenn ich bei meiner Aussage bleibe. Ich verstehe. Jared, ich muss doch die Wahrheit sagen. Ja, das weiß ich. Ich verspreche dir, dass Sie Ihre Strafe kriegen. Und du willst eventuell einen von denen verteidigen? Corby ist nicht verantwortlich für das, was seine Leute tun. Ich übernehme den Fall. Das darfst du nicht. Nein. Ich denke, mit Cooper will... Stimmt. Aber welche Chance hat Corby, wenn sein eigener Verteidiger von seiner Schuld überzeugt ist? Ich verteidige ihn. Thank you.
Hallo, George. Gerald, kannst du mir vielleicht mal verraten, wie du dazu kommst, diesen Verbrecher zu verteidigen, obwohl dir alle deine Freunde und deine Familie davon abgeraten haben? Ich bin ja schon heilfroh, dass du überhaupt noch mit mir sprichst. Das habe ich nach deinen beiden letzten Artikeln kaum noch erwartet. Oder solltest du vielleicht nach Einsichtnahme in das Beweismaterial deinem Klienten geraten haben, morgen ein Geständnis abzulegen? Wer weiß. Aber vielleicht habe ich bei den Nachforschungen, die ich angestellt habe, ein paar Dinge herausgefunden, die sogar der Presse noch unbekannt sind. Also dann auf guten Erfolg. Bei der Ernte. Ja. Du siehst ja reizend aus, Audrey. Danke. Donnerwetter. Ich bin ja schon ganz schön in der Welt herumgekommen und habe allerhand gesehen, aber so ein Kleid noch nicht. Sie hat Ähnlichkeit mit dem neuen Fohlen, aber bei ihr achtet man weniger auf die Fesseln. Ja, der Stoff erinnert mich an die neuen Pferdedecken, die es jetzt gibt. Du kennst sie doch, Mutter. Warm und besonders leicht. Ach, haltet den Mund, ihr Banausen. Ihr versteht doch von Kleidern so viel wie eine Kuh vom Seil tanzen. Kommt jetzt essen. Ja. Hast du was von Jared gehört? Nein, keine Silbe. Ich möchte wissen, wo er steckt. Verzeihen Sie, Mr. Nick, aber Mr. Luke lässt ihn bestellen, es wäre soweit. Emily bekommt ein Fohlen. Entschuldigt mich. Willst du den Huf halten? Ja, sowas Ähnliches. Ich bring dir was zu essen raus. Danke, Heath. Abend. Abend. Entschuldige die Verspätung. Schon gut. Audrey? Hallo, Heath. Abend. Ich muss es euch leider sagen, Mrs. Ashby hat die Stiftung rückgängig gemacht. Ich kann es ja nicht übernehmen. Es wird also kein neues Waisenhaus geben, bis wir ein anderes Grundstück finden. Audrey, ich garantiere dir, dass ihr eins bekommt. Es ist ja nicht nur wegen des Grundstückes, auch nicht wegen des Geldes. Aber wir können jetzt wieder von vorne anfangen und die Kinder müssen wer weiß wie lange warten. Es dauert bestimmt nicht lange. Ich helfe dem Komitee, damit die Sache möglichst schnell geht. Sei nicht traurig, bitte glaub mir. Es tut mir leid. Es ist eben nichts mehr zu ändern. Aber ich finde es einfach furchtbar, dass immer die Kinder am meisten unter allem zu leiden haben. Warum muss das so sein? Audrey. Gerald. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass ich froh bin, wenn dieser Prozess vorbei ist. Glaubst du, du hast Aussicht auf Erfolg? Jawohl, nach dem, was ich rausgekriegt habe. Aber ich habe gehört, dass Green einen weiteren Zeugen hat. Das beunruhigt mich. Und ich dich nicht? Heath, du wirst verstehen, dass ein Anwalt alles tun muss, um seinen Mandanten rauszupauken. Ohne Rücksicht auf andere. Also demnach wirst du versuchen, mit allen Mitteln meine Aussage zu erschüttern. Das ist meine Pflicht. Ich werde mich darauf einstellen. Euer Ehren, ich werde den einwandfreien Beweis erbringen, dass die tödliche Wunde, die Colonel Ashbys Tod bewirkt hat, von der Hand dieses Mannes stammt. Mr. Kiles, bei dem Kreuzfeuer durch Mr. Barclay haben Sie ausgesagt, dass dieses Messer hier Ihr persönliches Eigentum wäre. Ja, das ist mein Messer. Ich habe es selbst gemacht. Gehört dieses Messer Ihnen auch? Ich kann nur wiederholen, dass das das Messer ist, das ich aus der Brust von Colonel Ashby gezogen habe, bevor ich hinter dem Chinesen herlief, der ihn umgebracht hat. Sie bleiben also bei der Aussage, dass dieses Messer hier Ihnen nicht gehört. Und das sollen wir Ihnen glauben. Darf ich Ihnen was zeigen? Ruhe! Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Sie trauen mir doch nicht im Ernst zu, dass mir so ein lächerliches Käsemesser gehört. Ich verbitte mir derartige Demonstrationen im Gerichtssaal, Mr. Kiles. Sie haben nur dann zu antworten, wenn Sie gefragt werden. Ja, natürlich, Euer Ehren. Das werde ich tun. Das genügt fürs Erste, Mr. Kiles.
Sie können den Zeugenstand verlassen, Mr. Kiles. Ihren nächsten Zeugen bitte, Mr. Barkley. Danke, Euer Ehren. Lassen Sie bitte Mr. Asa Harmon reinrufen. Ich arbeite als Detektiv für Senator Harrisons Untersuchungskommission. Seit wann sind Sie dort beschäftigt? Seit über 6 Monaten. Welche Aufgabe haben Sie? Unsere Abteilung bekämpft den Import und Verkauf gefährlicher Drogen. Danke, Mr. Harmon. Und jetzt sagen Sie uns bitte, was wissen Sie über die Verbindung zwischen Colonel Ashby und Corby Kiles? Kiles arbeitete für Colonel Ashby. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So denn? Colonel Ashby war Mitglied eines Rauschgiftrings, der Opium an die Chinesen hier und in San Francisco verkauft. Ruhe im Gerichtssaal! Bitte, Mr. Barkley. Mr. Harmon, soll das heißen, dass Colonel Ashby, ein Mann, der den besten Ruf hatte, in Wirklichkeit Rauschgifthändler gewesen ist? Er war mehr als nur ein Händler. Colonel Ashby war einer der führenden Köpfe. Sind Sie in der Lage, uns mitzuteilen, wie lange er das Geschäft schon betrieben hat? Einspruch! Sie machen diesen Mord nicht weniger verabscheuungswürdig, wenn Sie hier den guten Namen des Opfers beschmutzen. Es kann sich ja jetzt nicht mehr verteidigen. Euer Ehren, ich versuche nur, die wahre Tätigkeit des Ermordeten aufzudecken. Um zu beweisen, dass sehr gut andere Elemente ein Motiv für dieses Verbrechen gehabt haben könnten. Ich bedauere, dass ich sowas hier zur Sprache bringen muss. Aber ich habe im Interesse meines Mandanten die Pflicht, es zu tun. Einspruch abgelehnt. Beantworten Sie die Frage, Mr. Harmon. Wie lange hat er das Geschäft schon betrieben? Wir haben Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass Colonel Ashby das bereits seit über 20 Jahren getan hat. Dann wäre es doch absolut denkbar, dass Colonel Ashby an diesem Abend mit jemand anderem verabredet war. Möglicherweise mit einem Chinesen. Ja, Sir, das hätte sein können. Mr. Harmon, würden Sie uns jetzt bitte sagen, was Sie über den Handel mit Rauschgift wissen und wie er funktioniert? Ja, Sir. Schmuggler schaffen das Zeug ins Land. Es wird verdünnt und neu verpackt. Dann übernehmen es die verschiedenen Verteiler im Land. Der Profit, den dieses Geschäft abwirft, liegt bei etwa 1000%. Wer einmal süchtig ist, zahlt, was der Händler verlangt. Der Kongress arbeitet augenblicklich ein Gesetz aus, das den öffentlichen Verkauf von Rauschgift untersagt. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Ruhe! Danke sehr, das wäre alles. Wollen Sie den Zeugen verhören, Mr. Green? Danke, Euer Ehren, ich verzichte. Das wäre alles, Mr. Harmon. Sie dürfen den Zeugenstand verlassen. Ist ja doch alles Blödsinn. Haben Sie noch einen Zeugen, den Sie verhören wollen, Mr. Barkley? Ja, Euer Ehren. Ich bitte das Gericht, Mr. Heath Barkley nochmal in den Zeugenstand zu rufen. Mr. Heath Barkley, bitte treten Sie in den Zeugenstand. Mr. Barkley, Sie stehen immer noch unter Eid. Sie sind also verpflichtet, die reine Wahrheit zu sagen. Ja, Sir. Setzen Sie sich. Mr. Barkley, nach der Aussage, die Sie schon früher hier gemacht haben, haben Sie in der fraglichen Nacht am Tatort einen Streit mit angehört, der solche Formen annahm, dass Sie es für richtig hielten, einzugreifen? Das ist richtig. Sie haben ferner ausgesagt, dass Sie beim Näherkommen 2 Leute miteinander kämpfen sahen. Im Dunkeln. Und dass bei Ihrem Auftauchen einer der beiden weglief und der andere von einem Messerstich tödlich getroffen zusammenbrach. Stimmt das? Das stimmt. Können Sie mir vielleicht sagen, wie weit die nächste Straßenbeleuchtung entfernt war? Straßenbeleuchtung? Nein. Sie ist nach meinen Messungen genau 78 Meter entfernt. Über 30 Meter vom Anfang der kleinen Allee. Die Beleuchtung ist durch diese Entfernung so schwach, dass es ausgeschlossen gewesen wäre, am Tatort auch nur auf 1 Meter etwas zu erkennen. Trotzdem behaupten Sie, Sie hätten Corby Kiles deutlich gesehen. Es war sehr dunkel, aber ich weiß, dass er es war. Obwohl es so dunkel war? Ich habe ihn gesehen. Mr. Barkley, würden Sie uns noch einmal genau schildern, wie alles war, bis zu dem Moment Ihres Einbiegens in die Allee? Ich bin die Straße entlang gegangen und der Scheinwerfer des San Francisco Express streifte mich.
Ich hörte einen Mann schreien und lief in die Allee, um zu sehen, was los war. Es war ziemlich dunkel. Und ich sah nur einen Schatten, der weglief. Es war Corby Kiles, ich weiß es genau. Colonel Ashby lag leblos am Boden. Sind Sie Ihrer Sache sicher? Ja. Sind Sie sich klar darüber, was Ihre Aussage für den Angeklagten bedeutet? Ja, ich sage die Wahrheit. Ich behaupte ja nicht, dass Sie lügen, aber es wäre doch möglich, dass Sie sich irren und dass es nicht Corby Kiles war, den Sie weglaufen sahen. Und ich sage, ich irre mich nicht. Dann werde ich Ihnen beweisen, dass der Schatten, den Sie in der Allee gesehen haben, nichts als pure Einbildung war. Das war keine Einbildung. Seien Sie gefälligst ruhig, Mr. Barclay. Wenn Sie sich noch einmal einmischen, lasse ich Sie aus dem Saal weisen. Fahren Sie fort. Entsinnen Sie sich, was für einen Mond wir in dieser Nacht hatten? Nein. Tut mir leid, ich erinnere mich nicht mehr. Bedauerlich. Euer Ehren, die Zeitung, die ich hier habe und die ich später zu den Beweisstücken geben werde, berichtet, dass in dieser Nacht der Mond überhaupt nicht geschienen hat. Wenn kein Mond da war, war auch kein Licht da. Und ohne Licht kann auch kein Schatten gewesen sein. Und Sie wollen uns erzählen, Sie hätten Corby Kiles bei totaler Finsternis genau erkannt? Und jetzt werde ich Ihnen sagen, wie es wirklich gewesen ist. Aufgrund der Geräusche, die Sie aus der Allee hörten, wurde Ihnen klar, dass irgendjemand Colonel Ashby erstochen hatte und weggelaufen war. Sie jagten hinter dem Mann her in völliger Dunkelheit und stießen plötzlich auf Corby Kiles. Sein schlechter Ruf und das, was in der Allee geschehen war, veranlasste Sie anzunehmen, dass nur er der Mörder sein konnte. Ja, das stimmt. Es gab für Sie keinen Zweifel, aber Ihre Fantasie ging noch einen Schritt weiter. Sie ließ Sie fest glauben, dass Sie in der dunklen Allee mehr gesehen hätten, als überhaupt möglich war. Und jetzt frage ich Sie noch einmal. Sind Sie auch absolut sicher, dass es wirklich Corby Kiles war? Und dass Sie nicht doch vielleicht jemand anderen gesehen haben? Nein. Nein, ich bin meiner Sache nicht mehr sicher. Das wäre alles. Haben Sie Fragen an den Zeugen, Mr. Green? Nein, Euer Ehren. Na, jetzt müssen Sie mich wohl laufen lassen. Ja? Ihre Sache steht ziemlich gut. Euer Ehren, ich hätte gern noch einen weiteren Zeugen gehört. Mr. Henry Bingham. Mr. Bingham, Sie sind Lokomotivführer, ist das richtig? Ja, Sir. Sagen Sie uns, wo waren Sie in diesem Monat, in der Nacht zum 15. um 11 Uhr? Ich fuhr gerade mit Zug Nummer 9 von hier nach San Francisco. Ich hatte ein paar Minuten Verspätung. Mhm. Kannten Sie Colonel Ashby? Er ist viele Jahre lang mit uns gefahren. Mr. Bingham, würden Sie dem Gericht möglichst präzise sagen, was Sie in dieser Nacht gesehen haben, als Ihr Zug die Station verließ? Ja, Sir. Es war hinter dem letzten Signal. Ich beobachtete gerade die Strecke. Da sah ich im Scheinwerferlicht, wie zwei Männer in der kleinen Allee kämpften. Wie lange hat der Lichtkegel Ihrer Lokomotive die Szene etwa beleuchtet? Das kann ich nicht genau sagen. Aber doch lange genug, dass ich beide deutlich sehen konnte. Weiter, Mr. Bingham. Sagen Sie alles, was Sie gesehen haben. Sagen Sie es ruhig. Na, eine war gut angezogen. Ich erkannte sofort, dass er Colonel Ashby war. Den anderen habe ich auch deutlich gesehen. Und wie war der angezogen? Ich würde sagen, wie ein Landarbeiter. Sehr gut, Mr. Bingham. Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie Colonel Ashby sofort erkannt. Wissen Sie auch, wer der andere Mann war? Das Scheinwerferlicht fiel auf sein Gesicht. Ich würde es jederzeit wiedererkennen. So. Sind Sie wirklich sicher? Ich habe ihn oft auf dem Bahnhof rumstehen gesehen, wenn ich die Maschine gewechselt habe. Ich kenne zwar nicht seinen Namen, aber das Gesicht habe ich nicht vergessen. Mr. Bingham, wieso sind Sie erst jetzt gekommen, um Ihre Aussage zu machen? Ich habe gehört, dass Heath Barclay den Mörder auf frischer Tat ertappt hat. Und da dachte ich, der Fall ist erledigt, man braucht mich hier nicht mehr. Dann erfuhr ich, dass hier doch nicht alles so glatt geht und habe mich gemeldet. Stopfen Sie dem Kerl das Maul. Können Sie nicht eingreifen? Mr. Bingham, kommen wir zu dem Mann, der in jener Nacht mit Colonel Ashby gekämpft hat. Ist er hier im Gerichtssaal? Ja, Sir. Würden Sie ihn uns bitte zeigen? So ein Mistkerl. Na, warte, den bringe ich um. Das ist er. Ich weiß jetzt, dass er Corby Kiles ist. Er hat es nicht getan. Das ist eine gemeine Lüge. Wie kommt er dazu?
Er hat mich nicht gesehen. Es stimmt nicht, niemand konnte mich sehen. Wer das behauptet, ist ein ganz verdammter Lügner. Hört zu, ich möchte einen Trinkspruch ausbringen. Auf den großen Bruder, der so dumm gewesen ist, einem gefährlichen Irrtum zum Opfer zu fallen. Audrey, hast du eine Ahnung, wovon er spricht? Nein, ich nicht. Du vielleicht, Nick? Ich auch nicht. Mutter, weißt du zufällig, was Jared meint? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Na, Jared, wollen wir nicht essen? Essen? Es ist fast 10. Habt ihr denn nicht gegessen? Die Familie hatte heute Abend keinen Hunger, ohne dich. Ja.